meine Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute gibt es mal wieder einen Vlog. Fuck. Down, yeah. Ihr seht mir vielleicht an, dass ich ein bisschen fertig ausschaue, aber ich bin schon fertig. Ich habe hier so ein Outfit an, was nicht besonders ist. Und ich habe ja auch noch eine Jacke. Ich habe noch gar nicht gesagt, worum es geht. Ich fahre heute nach Dresden, wie ich schon angekündigt habe, und werde mein allererstes Auto holen. Das habe ich ja von meiner Oma zum 18. Geburtstag geschenkt bekommen und ich freue mich da schon so lange drauf. Ich warte seit Jahren auf diesen Tag gefühlt. Und ich habe mir gerade noch schnell was zum Mittagessen gemacht. Ich muss mich jetzt auch beeilen. Ich muss noch mein restliches Zeug anpacken. Oder werde ich in 10 bis 15 Minuten, glaube ich, schon abgeholt. Also muss ich mich jetzt echt dranhalten. Wir sind hier gerade bei der Tankstelle. Wir haben ungefähr die Hälfte geschafft. Also vorher hat es angezeigt, so, wir fahren 6,5 Stunden, aber jetzt ist so ein bisschen Stau, deswegen wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber so 3,5 Stunden, 4 Stunden haben wir jetzt schon hinter uns, glaube ich. Ich sitze übrigens hinten im Auto, weil mein Papa und meine Stiefmutter fahren halt mit. Ich muss gar nicht fahren, sondern mein Papa fährt. So, hi zurück. Ich bin angekommen in Dresden bei meiner Oma, beziehungsweise in einem kleinen Dorf, also nicht direkt in der Stadt drin in Dresden. Und ich werde jetzt dann auch bald schlafen gehen. Es ist jetzt nämlich schon 22 Uhr. Ich habe mit meiner Oma so ein bisschen geredet und so. Und morgen muss ich unbedingt meine Haare waschen. Die sind ganz, ganz schlimm. Morgen werde ich den ganzen Tag wahrscheinlich damit verbringen, Autofahren zu üben, beziehungsweise mit dem Auto von meiner Oma, beziehungsweise dann in meinem Auto. Weil jedes Auto ist ja so ein bisschen anders und da muss ich mich so ein bisschen drauf einstellen, alle Knöpfe und sowas ausprobieren. Genau. Auf jeden Fall sehen wir uns dann morgen wieder. Guten Morgen, ich bin gerade aufgestanden. Vielleicht hört man es an meiner Stimme, die ist morgens mal ein bisschen anders irgendwie. Ich gehe jetzt gleich rüber zu meiner Oma zum Frühstücken. Ich habe heute ein bisschen länger geschlafen, es ist jetzt schon 9:30 Uhr, aber es ist ja auch Wochenende. Ich habe gerade meine erste Testfahrt hinter mir, es hat soweit alles ganz gut geklappt. Ich muss halt noch ein bisschen üben mit einem neuen Outfit. Und ich war auch gerade schon duschen, weil ich habe es nicht mehr ausgehalten mit meinen fettigen Haaren. Jetzt muss ich kurz meinen Opa suchen, weil der müsste irgendwo draußen sein und wir essen jetzt. Und es ist ein bisschen überbelichtet gerade. I'm so sorry für die Kameraführung und das Licht ist generell ein bisschen schlecht, aber... Bei uns gibt es heute Bratkartoffeln, glaube ich. Und ich kann euch mal Timmy vorstellen. Vielleicht kenne ich manche schon. Von wann anders? Das ist der Hund von meiner Oma. Oh Gott, dieses Licht hier. Ich muss ja erstmal mich irgendwo anders hinstellen. Okay, ein Update. Wir haben jetzt gegessen. Ich habe meine Haare fertig gemacht. Also ich habe sie eigentlich nur ein bisschen noch geföhnt, damit sie jetzt nicht so nass sind. Und jetzt fahren wir noch eine Runde Auto. Es ist jetzt auch schon gleich um 3 und ich fahre ja morgen früh wieder nach Hause mit dem Auto dann mit meinem Papa. Deswegen jetzt einfach noch so ein bisschen üben. Ich mache euch dann auch noch eine Car-Tour. Okay, ich zeige euch einfach mein Auto dann. Aber hier seht ihr es vielleicht schon ein bisschen. Es ist ein kleiner VW Polo und ich liebe ihn. Das Auto ist 13 Jahre alt schon, aber es sieht noch so gut aus, finde ich. Und jetzt geht es los. Jetzt in meinem allerersten Auto und ich kann es gar nicht glauben. Kurzer Ausraster. Die Kamera kommt dann natürlich da gleich weg, weil don't film and drive. Damit ich mich dann aufs Autofahren konzentrieren kann natürlich, aber auf jeden Fall wollte ich euch mal kurz zeigen, wie man hier so sitzt und es ist so, ach, ich fühle mich so gut. Hier ist so mein Lenkrad und ich mache euch dann noch eine genauere Tour, so wenn ich zu Hause so eingerichtet habe mit so ein paar Sachen, die ich halt da rein tun will einfach und ja. Aber hier, es ist halt noch ein, also das Auto ist halt 13 Jahre alt und deswegen ist es noch nicht ganz so modern, aber das ist halt als Anfängerauto perfekt. Aber hier ist ja normalerweise so ein großes Display, wo man irgendwie das Handy mit verbinden kann oder so. Also hier gibt es noch nicht mal so einen USB-Stick, wo man sein Handy irgendwie aufladen könnte oder so. Ich finde das aber total cool, weil es ist halt einfach so ein Erstauto und oh, es ist einfach, ah, es ist so schön. Wir sind jetzt zurück vom Autofahren. Wo hast du den Rest von der Kiste? Die steht da am Küchentisch.
Wir sind zurück, es hat alles gut geklappt und ja, ich habe halt ein paar Sachen noch vom Einkaufen mitgenommen. Einmal die verlorenen Kugeln, weil die gibt es in Bayern fast nirgendwo, aber ich liebe die und meine Mama auch. Tic Tacs für morgen für die Fahrt und vielleicht auch ein paar jetzt schon. Und nochmal diese Chips, die haben irgendwie so 69 oder 79 Cent gekostet. Oh! Morgen, wir haben den nächsten Tag. Es ist jetzt hier schon. Oh. Es ist jetzt schon 10 nach um 9. Wir treten jetzt gleich unsere Reise nach Hause an. Nein, Spaß, wir fahren jetzt einfach gleich nach Hause. Wir fahren ja irgendwie 6 bis 7 Stunden, kommt auf den Stau an. Ich mache mich jetzt noch schnell fertig, kann meine Haare gefrühstückt, habe ich alles schon. Und mit meiner Oma mich verabschiedet, so habe ich mich eigentlich auch schon, aber wir verabschieden uns dann nochmal. Ich habe jetzt schon mein Zeug fertig gepackt und genau. Ich kann euch gerne mal mein cooles Reiseoutfit zeigen. Ich habe einmal eine Jogginghose an, einfach nur, die ist von Shein, glaube ich. Und einmal diesen Pulli, der ist von Autonom. Und der Pulli ist so weich. Aber auf jeden Fall, ja, ich sehe richtig, richtig aus wie so ein, als wäre ich gerade aufgestanden, einfach nur. Da bin ich auch und ich hatte das auch zum Schlafen an. Aber für so eine lange Autofahrt muss ich einfach was Bequemes anhaben. Ich kann da keine Jeans anziehen, also I'm sorry, but no. Okay, ich sehe jetzt ein bisschen fertig aus, aber auf jeden Fall, wir sind jetzt ungefähr die Hälfte von der Strecke gefahren. Mein Papa ist am Anfang kurz gefahren, um das Auto auch mal so ein bisschen kennenzulernen. Wenn ich sage, ich will gerade nicht mehr fahren, dann fährt halt mein Papa, weil es ist halt schon eine ziemlich lange Strecke und ich fahre jetzt auch noch nicht so lange Auto. Ich bin jetzt ungefähr so 300 Kilometer, glaube ich, gefahren ungefähr. Und wir werden jetzt dann bald mal Pause machen, Mittagspause, es ist jetzt um 12. Wir fahren dann zum McDonald's und holen uns schnell was, weil wir haben eigentlich nicht wirklich viel mitgenommen. Ich bin gut zu Hause angekommen, wie ihr sehen könnt. Es hat alles super funktioniert so. Ich habe meinen Papa auch schon weggebracht und jetzt habe ich noch 25 Minuten Zeit, um mein Zimmer fertig aufzuräumen. Und dann will ich meinen Freund abholen. Dann gehen wir zusammen was essen und dann übernachtet er bei mir. Ich habe zwar morgen Schule, aber wir gehen eh auf dieselbe Schule. Ich bin fast fertig mit Aufräumen. Ich habe mir hier noch so einen Energy Drink geholt. Den habe ich gerade zugeschickt bekommen von so einer Tüte, aber das kommt aus TikTok. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier noch ein bisschen aufräumen. Ja, ich bin jetzt fertig, mein Zimmer ist so einigermaßen ordentlich. Ich wollte eigentlich noch mein Kunstbild fertig machen, das habe ich jetzt nicht geschafft. Das mache ich dann noch, wenn Jakob da ist. Ich habe einfach so eine kurze Hose an, die sieht man jetzt nicht wirklich, aber ja, das ist einfach so eine richtige Sommer-Chill-Zuhause-Hose, keine Ahnung, und einfach so ein Crop-Top. Und ja, natürlich eine Sonnenbrille, weil es ist warm endlich mal, es ist nicht mehr Winter, wie gefühlt die ganze Zeit sonst. Schnappen uns mein Energy, mein Handy und ja, jetzt schreibe ich mal Jakob, dass ich losfahre. Yay! Ich bin fertig, ich wollte gerade losfahren. Ich habe mich gewundert, wo der Schlüssel ist. Er steckt einfach noch draußen an der Tür, weil meine Tür muss man halt so einmal. Das geht halt nicht mit so Knopfdruck, sondern man muss die da draußen machen. Ich zeige euch das mal. Da ist er. Ich mache jetzt eine ganz kurze Autotour und zwar sieht es erstmal hier so aus. Ich habe jetzt eigentlich noch nichts speziell eingeräumt oder eingerichtet, aber nur damit ihr mal so einen groben Überblick habt. Hier ist es noch alles recht alt, weil hier ist noch nicht mal so ein Display dran, aber finde ich nicht schlimm, weil es ist halt ein altes Auto. Als Anfänger ist das gut. Und hier habe ich so meine Parkscheibe drin, was zum Schreiben und auch so Lappen und sowas, Warnwesten alles. Da fehlen mir aber noch zwei, glaube ich. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Da kommt mein Handy dann rein fürs Navi und sowas. Ich weiß aber noch nicht genau, wie man das befestigt. Deswegen, okay, ich lasse es einfach da liegen. Meine Tasche, mein Geldbeutel, das, ja, mein Handy kommt dann noch woanders hin. Hier sind noch Masken, aber die kommen auch noch woanders hin. Hier sind dann einfach so Taschentücher, Kaugummi und hier sind Haargummis und Putztücher. Hier habe ich gerade einen Energy Drink von mir und noch einen für Jakob dann. Und hier hinten sieht es noch nicht toll aus. Also meine Oma hat einfach nur so eine Decke rein. Und da hinten liegt noch ein Atlas, falls mal mein Navi nicht geht, ja. Und hier hängt halt noch so ein Schutzengel, der ist von meinem Papa. Und genau hier an meinem Autoschlüssel, vielleicht interessiert euch das, vielleicht aber auch nicht. Ist mir aber egal, ich zeige es einfach mal kurz. Da hängt einfach so, wenn es mal fokussieren würde. Hier hängt einfach so ein Anhänger dran, den habe ich mal für meine Oma gemacht und den hat sie dann immer dranhängen gehabt. Und ich habe hier noch das hier dran gehängt, das hat nämlich Jakob mal für mich gemacht irgendwie. Und ich fand das total süß und deswegen hängt das da auch dran.